Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von God of War Ragnarök. So, liebe Leute, wir machen hier weiter, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Ich würde sagen, let's go! Wir haben das hier geöffnet, aber wartet mal. Da war noch Energie. Wir brauchen Energie. Haben, wie gesagt, das Türchen hier geöffnet. Ah, okay. Quick Time Event, ich wusste es. Oh, die geht aber schwer auf. Ganz schön schwerer Brocken. Oh oh. Tyr! Was für eine List ist das, Odin? Welches Spiel spielst du jetzt mit mir? Odin schickt uns nicht. Wir sind die Guten. Na, er glaubt's nicht so ganz. Er glaubt's immer noch nicht, glaube ich. Das ist der Kriegsgott. Diese Klingen. Ich kenne dich. Göttermörder. Ja, so nennt man mich. Und jetzt willst du mich töten? Nein, dich befreien. Bleib bloß weg! Bruder, lass mich mal! Tyr, Tyr! Schau, du kennst mich, nicht wahr? Jo, würde ich sagen. Ihr habt Mimir ermordet! Nein, 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 nein! Ja, wir haben ihn zurückgebracht. Ihr bleibt weg von mir, ihr Monster! Halt! Wir brauchen ihn! Warte! Na klar. Holy shit. Ey, da finde ich schon nie wieder hin. Hinter dir! Okay, okay, okay. Bevor mir das jetzt aus dem Ruder läuft. So, weiter geht's. Hoffe ich. Warte, wir sind Freunde. Bitte. Ich höre sie. Hör uns einfach zu. Wir wollen dir helfen. Wenn er auf uns wartet, dann haben wir natürlich noch keinen. Wie fest? Hast du aufpassen? Ja, ich pass auf. Wie fest am Griffin und echt tückisch. Oh, so kann man das auch machen. Halt ihn auf! Gleich wird es ziemlich holprig für mich, nicht wahr? Ah!
Oh, shit. Bleib gesessen. Hinter dir, pass auf! Oh, shit. Hinter dir! Wieder abgesessen. Und der Abfall ist nach unten. Das ist der Letzte. Suchen wir deinen Sohn. Dann suchen wir ihn. Atreus? Was machen Sachen? Oh, was ist das? Okay. Man kann nicht sagen, wir hätten es nicht versucht. Hier, alles gut. Alles wird wieder gut. Lass mich einfach in Ruhe. Tyr, hör zu, ich schwöre, wir wollen dir nichts tun. Wir wollen dich nur Geht befreien. Geht weg von mir, bitte. Ich kann Sicherheit bringen, ich weg von Odin. Zeigt Gnade. Das ist mein Vater. Wir helfen anderen. Ich gehöre nicht hierher, bitte. Es wird schlimm, wenn er zu uns ist. Wenn wer zu uns ist? Dir? Bist du kein Soldat? Bist du kein Anführer? Reiß dich zusammen! Mein Sohn hat uns hierher gebracht. Wegen dir! Sinan! Du? Wieso? Du kennst mich nicht. Ich kenne deine Taten. Du halfst den Riesen. Wir revanchieren uns. Wir? Wir gehen jetzt. Kommst du nun mit uns? Na endlich, Tier. Mein Gott. Ui. Hier. Die Statue im See hat einen Speer. Du brauchst sicher eine Waffe. An der Stock? Nein. Das ist sehr nett, aber nein. Danke, nein. Aber... Na gut. Ich lief weg, denn ich weiß nicht immer, was real ist. Manchmal ist da ein... Das ist doch keine Schande, Bruder. Es ist eine wirklich seltsame Zeit. Oh yeah. Ihr hört ihn auch reden? Ja. Wir müssen heimkehren. Holy moly. Spürt ihr das? Ein Wind. Er kommt von hier drüben. Vielleicht ist da ein Ausgang. Mit welchen Namen soll ich dich anreden? Ich bin Atreus. Mimir kennst du ja schon. Und das ist mein Vater, Kratos. Wie kommt es, dass ein Spartaner Sohn für die Jötnar spricht? Meine Mutter war die letzte Riesin Midgards. Laufey? Laufey. Zock, erstmal in den Kopf gestoßen. Auch sie wollte anderen helfen. Jetzt ist sie im Licht von allen. Kennt man, ne? Das tut mir leid für dich. Er hat mal klappt die Kante mitgenommen. Aber. Okay, okay, okay. Wir sind bloß viel stärker, wenn man nicht gerade sitzt.
Und jetzt? Bitte, lasst mich das tun. Das ist doch das Mindeste. Ey, das hätten wir vor einer Stunde gebraucht. Wieso erzürnt ihr Odin, um mich zu befreien? Tja, Ragnarök naht. Das wusstest du hoffentlich. Wir dachten, du willst helfen. Er befreit mich, um einen Krieg zu beginnen? Jupp. Nein! Also, Tyr. Schön, dass wir uns wiedersehen. Mimir, was ist dir passiert? Ja, ich hab's dir gleich getan. Verrat, ewige Gefangenschaft, abscheuliche Folter durch die Hand des Allvaters. So etwas hattest du nicht verdient. Du etwa? Allerdings hatte ich eine etwas bessere Aussicht als du. Wir fanden ihn auf einem Berggipfel, umschlungen von Baumwurzeln. Um ihn zu befreien, mussten wir, tja, das... Höchst erfreulich. Für alle Beteiligten. Ach, frische Luft, endlich aus dieser Mine raus. Alles gut? Das Licht, es ist so lange her. Da vorne ist ein Felsen. Der Schatten wird deinen Augen guttun. Komm. Du sagtest Ragnarök naht. Das heißt, Baldur... Baldur ist tot. Odin schickte ihn auf die Jagd nach einem Riesen in Midgard. Dann traf er auf Kratos. Jedenfalls versprach ich, die beiden zum höchsten Berg der Welten zu bringen, wenn sie mir den Kopf abhacken und Freya überreden, ihn zurückzubringen. Mir. Erzähl von Baldur. Dazu komme ich ja gleich. Es war ja nicht alles Mord und Totschlag. Mein Gott, sprinten wir hier entlang. Hey, wir sind wieder am Sumpf. Vorsicht! Nein. Nein. Ist schon gut. Ich mach das. Gift, linke Seite! Gib's erstmal hier ordentlich auf die Fresse. So. Komm mal her. Okay, ein Griff halt das Ding. Muss noch mal kurz so durchziehen. Oh, der hat aber auch gut gesessen. Wo hängt der denn nach da? So, Kriegsgott. Kommt. Wir müssen weg, bevor noch mehr angreifen. Danke fürs Helfen. Du hättest den Speer nehmen sollen, um dich zu schützen. Nein. Ich habe der Gewalt abgeschworen. Oh mein Gott. Du bist der Gott des Krieges. Das bin ich seit langer Zeit. Wenn Odin Ragnarök beginnt, du würdest wirklich nicht kämpfen? Nicht einmal, wenn ich wollte. Na, stark. Bevor wir weiterziehen. Die Wahrheit. Was genau wollt ihr von mir? Ihr sprecht von Ragnarök. Ja. Ist das ein Kriegsgott, den ihr zu finden hofft? Braucht ihr diesen Tyr? Atreus. Ich... Verzeiht mir. Ich bin dankbar für meine Freiheit. Aber wenn ich mit euch in den Krieg ziehen soll, oder schlimmer, euch anführen, dann tötet mich. Wieso? Ich kann nicht kämpfen. Ach, Tyr. Es geht nicht mehr. Niemand tötet dich, Bruder. Lieber das, als Ragnarök zu erleben. Wir suchen keinen Krieg. Wir wollen nur Antworten. Ich weiß nicht, wie ich euch helfen kann. Das macht nichts. Die Riesen vertrauten dir. Diesen Tyr brauchen wir. Wir brauchen dich. Weise gesprochen, Atreus. Na gut. Ich brauche nur ein bisschen Schlaf und eine Mahlzeit.
Ihr habt die Wachen getötet, die mein Essen bringen. Wie wär's? Möchtest du jetzt vielleicht weiter erzählen? Die Söhne Thors griffen uns an. Wir töteten sie. Baldur wollte Freya töten. Ich brachte ihn um. Du hast ausgelassen, wie wir die Walküren bekämpft und befreit haben. Und dass alle Riesen fort sind. Und dass sie mich Loki nannten. Und die Schreine und... Riesen sind fort? Als wir nach Jötunheim kamen, waren sie alle... tot. Rock. Glauben wir das, Odin? Wissen wir nicht. Ich glaube, wir sollten hier lieber schleunigst verschwinden. Wow, was ist das? Verstärkung aus Asgard. Die Einherjar werden mein Verschwinden gründlich untersuchen wollen. Okay, let's go. Reisen sie durch den Himmel zwischen den Welten? Odin hat Tricks auf Lager, an die wir nicht mal zu denken waren. Sie landen auch in Nidavellir. Was ist mit den Zwergen? Solche Bedenken, ist es zu spät. Wir müssen gehen. Jetzt. Vorsicht! Hallo, hallo, was droppt? Gedroppt? Gedroppt, gedroppt, gedroppt. Let's go! So, wir gehen noch rein. So. Yggdrasil. Es ist so lange her. Ich hatte seine Schönheit vergessen. Tyr, auf deinen Reisen, haben die Riesen je von Loki geredet? Tut mir leid, der Name kommt mir nicht bekannt vor. Die Riesen sind waren ein sehr verschlossenes Volk. Ergibt Sinn. Wenn ich ausgeruht habe. Gehen wir hier durch. Ein Baumhaus. Oh, Tyr, du bist am Leben. Ach ja? Ist das so? Er ist nur müde. Ich habe ihm Essen und etwas Ruhe versprochen. Natürlich hast du das. Na, mal sehen, was sich machen lässt. Bitte, tritt nur ein. Wir sind gleich da. Ich glaub's ja nicht. Wollt ihr jetzt noch mal überreden? Nee. Okay, ihr Lieben, das war's auf jeden Fall wieder an dieser Stelle. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Support ist come out, ihr wisst ja, wie es läuft. Bis zur nächsten Folge. Haut rein.